servus. Ich habe ja Germanistik studiert über eine gewisse Zeit lang. Ich weiß, dass das auch noch andere machen. Hallo. Und habe die Traumata meines Studiums in einer Geschichtenreihe verarbeitet. Sie heißt Kopfhörer raus, das ist klausurrelevant. 13 Geschichten aus 13 Semestern. Ihr dürft euch ein Semester aussuchen. Ich bitte um Zuruf, irgendwas zwischen 1 und 13. Danke, ich habe die 3 gehört. Drittes Semester. Jenny hält ein Referat. Ja, also, ich bin die Jenny, sagt das komische Mädchen und knipst den Overhead-Projektor an. Alle, die mich näher kennen, wissen ja, dass ich so ein bisschen verrückt bin, sagt Jenny. Das Mädchen neben mir fängt an zu kichern. Anscheinend kennt sie Jenny näher, jetzt kichert auch Jenny. Dadurch verstärkt sich das Kichern der anderen und dadurch wieder Jennys. Es setzt sich ein Perpetuum mobile der geist- und substanzlosen Heiterkeit in Gang. Drumherum sitzen 20 Studierende und ein Dozent und sind bereits jetzt veritabel genervt, obwohl das Referat noch gar nicht losgegangen ist. Welch sinnlose Vergeudung kostbarer Lebenszeit, denke ich. Ich könnte genauso gut zu Hause sitzen und die zweite Staffel How I Met Your Mother anschauen. Aber nein, verbringen wir unsere Zeit doch lieber damit, Jenny und der anderen Tante beim Kichern zuzuhören. Ich beuge mich zu ihr rüber, als sie kurz Luft holt und frage sie leise, sag mal, warum ist die Jenny denn verrückt? Ach, flüstert sie, die ist halt total verpeilt und vergisst immer alles und fällt ständig hin und so. Ach so, sie ist einfach dumm, fasse ich zusammen. Und beende das Gespräch, hat mir schon Sorgen gemacht. Du bist voll komisch, sagt sie, stellt einen Leitsordner zwischen uns und beugt sich so weit nach vorne, dass ich ihr Gesicht nicht mehr sehen kann. Geile Taktik. Jenny fährt in der Zwischenzeit fort. Ich dachte, ich mache das heute mal so ein bisschen anders als sonst, weil ich es schön finde, wenn ihr alle gut mitmacht, gibt es für jeden konstruktiven Beitrag ein Gummibärchen als Belohnung. Sie zieht eine XL-Packung Gummibärchen aus ihrem Rucksack und legt sie auf dem Dozentenpult ab. Ich stelle mir spontan vor, sie auf dem Overhead-Projektor festzubinden, ihr einen riesigen Trichter in den Mund zu rammen und sie mit ihren Gummibärchen zu mästen, während ich ihr den Hintern mit einer Hardcover-Originalausgabe von Ulysses versohle. Sie ist selbst schuld, sie macht mich einfach ein bisschen aggressiv. Das Mädchen hinter dem Ordner beginnt wieder zu kichern und sagt, Gummibärchen, verrückt. Ich stelle mir vor, auch sie auf dem Overhead-Projektor festzubinden, mit Gummibärchen zu mästen und dabei mit großem Pathos schwurbelige Gedichte von Clemens Brentano zu rezitieren, bis sie stirbt. Wer ist jetzt der Verrückte hier? Kichert Jenny und beginnt endlich mit ihrem Referat. Also, wir haben uns hier zusammengefunden, um mein Referat anzuhören. Es geht um die Literatur in der DDR. Und weil ich glaube, dass ihr alle genauso wenig über die DDR wisst wie ich, erstmal ein paar Fun Facts zu dem Land. Also, die DDR war ein Land. Und Jenny greift zu ihren Karteikärtchen, von denen sie den Blick bis zum Ende des Referats nicht lösen wird. Ich erwarte das Übliche, also den Wikipedia-Artikel vorgelesen zu bekommen, aber Jenny hat wohl woanders recherchiert. Und in der DDR haben sich alle wohlgefühlt und waren glücklich, vor allem die Frauen, weil die arbeiten durften. Und es ist immer gut, wenn Frauen Arbeit haben und nicht nur zu Hause die Kinder. Und also Russland war wohl sehr bedeutend irgendwie. Und außerdem war in der DDR alles sehr sozial, istisch, also gerecht. Ich erweitere an dieser Stelle meine Fantasie. Jenny ist noch immer auf den Overhead-Projektor gefesselt und wird mit Gummibärchen vollgestopft. Guido Knopp betritt den Raum und löst mich durch Klopfen auf die Schulter ab. Wir sind ein Tag-Team. Guido Knopp versohlt Jennys Hintern mit der Gesamtausgabe sein. Guido Knopp versohlt Jennys Hintern mit der Gesamtausgabe seiner Reihe Die Deutschen als Buch und DVD, ein Medium für jede Arschbacke, und moderiert währenddessen gewohnt gelangweilt in eine Kamera, die er gleich mitgebracht hat. Ich lache ein bisschen in mich hinein, während Jenny sich gerade darüber auslässt, dass regelmäßige Ausflüge nach Rügen mit den jungen Pionieren sicher viel Spaß gemacht haben, da Rügen ja auch eine schöne Insel sei, sie war selbst schon mal da, und von den Kreidefelsen war ich so ziemlich beeindruckt, weil jetzt auch mal genug, geht der Dozent dazwischen, kommen Sie endlich mal zum Thema. Sagen Sie irgendwas zu Biermann und der Stasi oder so. Hä?
macht Jenny, und ich frage mich, wann sie wohl genau damit angefangen hat, mit Dozenten und Lehrern zu schlafen, um im Bildungsbetrieb weiterzukommen. Anders ist es gar nicht möglich, dass sie überhaupt zu einem Studium zugelassen wurde oder Abitur in Hessen, das wäre die zweite Option. Ich werde mir in der Anschlussdiskussion Gewissheit verschaffen und sie fragen, wo sie herkommt, aber Pech gehabt. Es wird gar keine Anschlussdiskussion geben. Jenny weint jetzt heftig und trieft dabei aus der Nase, weil der Dozent mit ihrer bisherigen Leistung nicht zufrieden war. Unter einigen Schluchzern will sie sich verteidigen. Ich hatte vielleicht echt eine harte Woche, ich muss am Mittag im Service arbeiten nebenbei, der Daniel war krank und dann ist außerdem noch meine Katze. Wen interessiert das? Rufe ich in den Raum und werde umgehend durch Tischgeklopfe bestätigt. Der Dozent nickt mir wohlwollend zu. Jenny rennt kreischend nach draußen und haut die Tür hinter sich so heftig zu, dass sich der Strahler des Overhead-Projektors selbst zuklappt. Ich habe unversehens einen Leitsordner im Gesicht. Dann rennt auch meine Nebensitzerin aufgescheucht aus dem Raum. Meine Nasenblutung wird durch hilfsbereite Kommilitonen gestoppt. In meinem andauernden Schwindelgefühl taucht allerdings recht oft Guido Knopf vor mir auf und sagt: bestürzend und Zeitgeschichte. Genug für heute, sagt der Dozent. Gehen Sie bitte einfach alle nach Hause. Immerhin. Das war das beste Referat, das ich bisher in diesem Seminar gehört habe. Dankeschön. Christian Ritter! Wow.